Leute, heute machen wir ein Mob-Battle und das Einzige, was Bobby da hinten nicht weiß, ist, wir haben nicht nur diese Steinwand hier, um uns voneinander zu trennen, damit der andere nicht sieht, was er macht, sondern ich habe hier diesen schwarzen Knopf und der macht die Steinwand wieder durchsichtig, sodass Bobby das hier sieht und ich genau gucken kann, was Bobby da hinten macht. Max, alles gut bei dir? Alles gut, Bobby. Sollen wir anfangen mit der Runde 1? Runde 1. Mach die Steinwand hin. Ich schau mal hier in meine Box, was ich so habe. Okay, einmal meinen Stab zum Verzaubern und mein erstes Monster. Bist du schon gespannt, Max? Oh ja, sehr. Ich bin gerade schon am Raussuchen, was ich gegen dich antreten lasse. Ja, ich habe schon was gefunden. Am besten platzieren wir hier diesen Frostmaw. Okay, wir schauen mal, was Bobby da vorne macht. Okay, so ein Eismonster. Da habe ich doch hier dieses Eisenmonster. Das setzen wir hier hin. Das sollte den eigentlich killen. Guckt euch den mal an, wie cool der aussieht. Mega. Mein Eismonster wird Max so fertig machen. Max, was dauert denn da so lang? Okay, Bobby, ich bin ready. Bist du auch soweit? Ja, schon lange, Max. Lass die Mauer fallen. Okay, dann machen wir die Wand weg. 3, 2, 1, los! Und auf geht's, komm, aufwachen, Eismonster. Oh, Bobby, das ist aber wirklich ein krasses Vieh, was du da hast. Ja, ich sag's dir, und guck dir mal deinen kleinen Pups an. Das schafft es doch niemals, mein Eismonster zu besiegen, Max. Na, warte mal ab, er ist ja jetzt erst aufgewacht. Ich mach ja gar keinen Schaden. Was ist denn das? Ja, ich bin doch aus Eisen, Bobby. Hä, und du machst so viel? Max, du schummelst, was soll das? Wie soll ich denn schummeln? Wir hatten doch die Steinwand in der Mitte. Ich mach ja überhaupt gar keinen Schaden, Max. Eis ist Wasser, Bobby, ich bin aus Eisen. Und ich hab ein Dierschwert im Hintern. Warum hast du ein Dierschwert im Hintern. Los, nochmal drauf, Eisenmann. Jawohl. Hey, das ist doch total unfair. Woher wusstest du das? Tja, Bobby, ich habe halt einfach die stärkeren Mobs. Oh, guck mal, er vereist da hinten die Fläche außerhalb der Arena. Na komm, weiter angreifen, Eismonster. Hier. Mach ihn fertig. Hat er schon keinen Bock mehr oder was? Weil er weiß, dass er verliert. Der bereitet sich nur vor, Max. Hey, ich mache null Schaden. Was ist das? Und nochmal. Ey, ich bin gleich tot. Tja, Bobby, da musst du dir mal stärkere Mobs raussuchen. Mann, Max. Und ich glaube, das war's. Letzter Hieb. Nein, ich habe mir so eine Mühe gegeben mit der Monsterauswahl. Runde 2. Okay, Bobby, das ist nicht so gut gelaufen, würde ich sagen. Hast du was Besseres am Start für die nächste Runde? Ich habe mein Monster schon aus der Kiste genommen. Ab mit dir, ab mit dir. Okay, da bin ich mal gespannt. Mauer kommt in 3, 2, 1. Da ist sie. Boah, ist das eine große Mauer. Perfekt, jetzt sieht Max nicht, was ich hier für Monster platziere. Okay, wir müssen mal wieder schauen, was macht der denn da für lustige Viecher hin? Okay. Ich baue hier vorne eine ganze Menge hin, dann hat Max niemals eine Chance. Also, die haben nur Knochen in der Hand. Das heißt, die müssen wahrscheinlich zum Angreifen da rankommen. Dann nehmen wir Kobolde mit Bögen. Das ist eine gute Idee. Max, wie sieht's bei dir aus? Ich habe hier schon eine ganze Menge Monster auf meiner Seite. Ich brauche noch kurz, Bobby. Ich brauche noch kurz. Okay, wie viele hat er denn da? Okay, die müssten reichen. Die machen wir jetzt noch alle zum Team. Okay, Bobby, ich mache noch gerade alle in mein Team und dann können wir loslegen. Das muss ich auch noch machen. Moment, Max. Okay, alle schön anklicken, damit ihr alle schön gegen das Team Bobby kämpft. Bobby, wie sieht's aus? Ich glaube nicht, dass du eine Chance hast. Okay, Bobby, bist du bereit? Ich bin bereit, Max. Du kannst die Mauer runterlassen. Und los! Was ist denn das denn für Viecher? Angriff! Schießt, meine Kobolde. Schießt. Guck mal, wie viele ich habe. Du hast niemals eine Chance. Ja, das werden immer weniger, Bobby. Weil die wieder so schwach sind. Mann, Max, du kannst mich ja mit Pfeilen und Bogen abschießen. Und du musst mit deinem Knochen draufhauen. Das ist unfair. Woher wusstest du das denn schon wieder? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Also, Bobby, weil du die ganze Zeit behauptest, ich würde schummeln, schau es dir an. Wenn ich die Wand hinmache, sehe ich genau das, was du auch siehst. Und wofür sind die anderen Knöpfe da, Max? Na, mit dem grünen machst du die Wand wieder weg. Ja, aber da ist doch noch einer. Der ist nicht wichtig. Der aktiviert nur die Maschine, ne? Also, ich würde sagen, wir starten mit der nächsten Runde, Bobby. Na gut, dann gehe ich wieder zu meiner Kiste. Runde 3. Okay, Bobby, let's go. Die Wand kommt wieder. Alles klar, ich habe mein Monster schon rausgesucht. Mach die Wand hoch. Und los geht's. Okay, ihr setzt Drachen. Drachen haben wir auch, aber unsere Drachen sind natürlich wieder viel stärker und können auf Distanz angreifen. Max, meine Monster warten. Ja, Bobby. Sekunde noch. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Und los geht's. Haha, guck dir, hä? Was hast du denn dafür? Ja, greift sie an. Mann, und ich hatte so coole grüne Drachen rausgesucht. Ach, das ist doch nur das Urmel, Alter, was du da hast. Du bist ein Urmel. Grün und schwach wie du. Hey, komm her, du sollst doch nicht abhauen. Kommt her, ihr sollt angreifen, nicht abhauen. Angriff, Angriff. Ja gut, ich würde sagen, das ist ein klarer Sieg für dich, Max. Runde 4. Okay, Bobby, weiter geht's, würde ich sagen. Bist du ready? Ich bin ready, Max. Zieh die Mauer hoch, komm. Alles klar, 3, 2, 1, los geht's. Schauen wir mal, was Bobby jetzt setzt. Sind das fleischfressende Pflanzen? Ah, okay, ich hab dann was. Dann würde ich sagen, müssen wir natürlich mit einem Feuervieh dagegen arbeiten. Max, wie sieht's bei dir aus? Bobby, ich bin eigentlich ready soweit. Leute, schaut euch mal dieses riesen Vieh hier an. Bobbys seltsame fleischfressende Pflanzen haben da überhaupt keine Chance gegen. 3, 2, 1 und los. Hä? Was ist das denn? Ein Hirschgeist? Das ist mein Hirsch. Oh mein Gott, sind das viele fleischfressende Pflanzen. Ja, nicht irgendwelche Pflanzen. Und guck mal, Max, die machen dich ganz schön fertig. Eieiei, los, greif an, lieber Hirsch. Verbrennen sie alle. Oh, wird das mein erster Punkt? Come on, du schaffst es. Oh Mann, ich hätte mehr als einen setzen sollen. Wir haben gewonnen. Na gut, Bobby, den einen Punkt, den gönne ich dir. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Runde 5. Den Schädel von deinem Hirsch habe ich auch als Trophäe. Hier. Hier, den kannst du behalten. Weiter geht's. Nächste Runde, Bobby. So, was nehmen wir denn als nächstes? Okay, Bobby hat einen Punkt. Wir müssen uns jetzt wirklich anstrengen. Er hat einen Elefanten. Okay, wir nehmen unsere Tigerarmee, damit die den Elefanten richtig schön anfallen. Bobby, ich brauche noch eine Sekunde. Ja, ja, Max, lass dir Zeit. So, auch die kleinen Tiger hier, ihr müsst alle mithelfen. Bobby, bist du bereit? Ja, ja, ich warte hier auf dich. Los, Elefant, gib alles! Was, du hast Tiger und dann auch noch so viele? Mann, Max, gib alles, Chaka. Elefant! Du schaffst ihr schafft es! Ja, das war ja einfach, Bobby. Ein Elefant, ich bitte dich. Ja, ich dachte, der schafft das. Ich kann ja nicht an, dass du hier mit Tigern kommst. Runde 6. Zum Glück haben wir unsere Cheat-Wand. Hä, was macht er denn jetzt? Jetzt setzt er einen Strohball. Was ist das denn? Strohmonster? Sind die nicht cool? Wir müssen unsere fetten Pilzhasen einsetzen. Schau es dir gut an durch die Glaswand. Diese Strohmonster, die müsst ihr gleich attackieren. Bobby, wie sieht's aus? Ich brauche noch eine Sekunde, Max. Moment, irgendwas klappt hier nicht. Was machst du denn da schon wieder? 3, 2, 1 und los geht's. Auf geht's. Was hast du denn da, Hasen? Das sind meine Pilzhasen. Hey, warum greift ihr denn nicht an? Bobby, das sind doch kleine Strohhelfer. Wie sollen die denn angreifen? Dafür sind die doch gar nicht da. Strohhelfer? Ich dachte, das wären Monster. Das sind doch keine Monster, Bobby. Oh Mann, deine Hasen machen mich total fertig. Trampel sie platt. Jawohl, das war's. Sehr gut gemacht, liebe Hasenarmee. Okay, Bobby, weiter geht's. Runde 7. Okay, Bobby, bei der nächsten Runde bekommst du 4 Punkte, wenn du gewinnst. Du kannst also immer noch einen Unentschieden rausholen. Okay, wenigstens ein Unentschieden. Dann ab auf deine Seite, Max, und zieh die Mauer hoch. Ich drück den roten Knopf. Und natürlich wieder den schwarzen. Was ist das denn? Das ist ja Wahnsinn. Jetzt ist er völlig durchgedreht. Dieses Mal werden wir ihn mit diesen Eisviechern hier überraschen. Können die überhaupt angreifen? Okay, wir haben als Gegner das hier am Start. Guckt euch den mal an. Oh, der kann nämlich Laserstrahlen aus dem Himmel schießen und die Eisviecher verbrennen. Okay, wir setzen direkt 3 Stück davon hin. Sieht einfach brutaler aus. Guckt euch das mal an, wie geil das ist. Puh, meint ihr, das reicht? Da sind doch jetzt bestimmt schon über 50 Stück. Also Bobby, ich wäre dann langsam fertig, ne? Max, ich brauche noch einen Moment. Ich habe hier Schwierigkeiten oder so. Bobby, was hast du für Schwierigkeiten? Nichts, nichts, alles gut. Mach mal dein Ding. Guck mal, die kriegen sogar schon Kinder da. Die kriegen schon kleine. Uiuiui. So, seid ihr bereit, meine Sonnenherrscher? Okay, Max, ich glaube, du hast keine Chance. Lass die Mauer runter. Bist du ready? Ich bin ready. 3, 2, 1, Attacke! Was ist das denn? Hä, was können die? Feuer? Und Mann, jetzt beschwören sie noch eine Zusatzarmee. Meine Sonnenherrscher werden dich wegschmelzen. Bobby, wo bist denn du? Ich sehe dich gar nicht. Hier. Meine Monster machen viel zu viel Feuer. Ja, aber dafür habe ich eine ganze Menge von meinen Eisviechern. Ja, die kommen ja noch nicht mal bis zu mir hin. Greift sie an. Okay, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, weil du hast echt viele Mobs gespawnt. Tja, Max, damit hast du nicht gerechnet, ne? Das war meine Taktik.
Mann, warum greifen meine Viecher nicht an? Das ist unfair. Bobby, was machst denn du da? Nichts, was denn? Du spawnst deine anderen Monster nochmal? Nein, das ist die Spezialfähigkeit von meinen Eisschafen. Überhaupt nichts ist das. Doch. Es reicht mir mit dir. Du schummelst. Nein, Max. Lass mich in Ruhe. Jetzt komm doch nicht wieder mit dem an. Okay, wir brauchen noch ein paar Drachen. Bobby dreht hier völlig am Rad. Angriff! Ah, das sieht ziemlich schlecht aus für deine Sonnenherrscher, Max. Ich sag mal so, deine Frostviecher sind gleich K.O. So, und jetzt haben wir uns hier den Mobkiller gemacht. Und mit dem Mobkiller können wir einfach... Hey, ich hab auch einen Mobkiller. Und du bist der erste Mob. Oh, ich hab dich gekillt, Max. Das gibt Rache.